Und damit herzlich willkommen zu Fury Unleashed. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben hier ein schönes 2D-Game aus dem Hause Awesome Game Studio mit einer meiner Meinung nach richtig, richtig geilen Comic-Grafik mit viel Liebe im Detail. Sieht man schon hier auf den ersten Blick. Mir persönlich gefällt es richtig gut. Ob es euch gefällt, ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Muss jeder für sich selber wissen. Das Ganze wird hier ein kleines angezockt, sprich nur das eine Video und kein Let's Play mit tausenden Folgen. Aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass das Spiel nicht zwingend sehr geil zum Let's Playen geeignet ist und ich euch außerdem auch nicht mit meinem schlechten Skill langweilen möchte, weil das Spiel verlangt so einiges von euch ab. Ich möchte euch hier lediglich die Grundlagen erklären und ein bisschen Gameplay zeigen, damit ihr versteht, worum es geht und nicht so lange im Dunkeln tappt wie ich hier am Anfang, denn ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu checken, was das Spiel denn eigentlich von mir möchte. So, zur Steuerung werde ich jetzt nicht viel erklären, weil dafür habt ihr ein Tutorial gleich am Anfang. Aber zu allem anderen. So, Achtung, Moment. Okay, den haben wir uns noch schnell geholt. Ihr seht hier oben links den Combo und der geht normalerweise weg, wenn du gerade nicht an der Truhe stehst. Also hier seht ihr das, er läuft gerade runter. Ihr solltet vermeiden, dass der aufhört und müsst den höchstmöglichen Combo erreichen. Also sprich immer schön schnell killen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Der Combo geht einerseits durch die Zeit weg mit dem Balken, den ihr seht, und andererseits auch, wenn ihr Schaden erleidet. Also sprich schnell sein und trotzdem noch nicht unbedingt ins Feuergefecht rennen, sind so zwei Sachen, die mir absolut nicht liegen, weil die einfach gegeneinander spielen. Ich kann entweder langsam sein und taktvoll oder schnell sein und renne dafür aber in alles rein, was auch nur irgendwie stachelig, pixelig oder giftig ist. Von daher nicht ganz so mein Spiel, aber ja, was soll's, es macht trotzdem sehr, sehr viel Laune. Ihr findet zwischendurch immer mal so eine schöne Truhe hier. Jetzt haben wir gerade einen Klebebombenwerfer. Wir können immer zwei Waffen hier drüben einstecken haben. Ihr wechselt das mit der Taste C und dort könnt ihr jetzt aussuchen, ob ihr diese schöne Waffe ausrüstet oder ob ihr die umwandelt. Es gibt einmal schwarze Tinte, das ist die hier oben mit 259, auch wenn sie hier lila angezeigt wird, und einmal goldene Tinte. So, wir sagen jetzt einfach mal, wir wollen das nicht umwandeln, das Ganze um, dann bekommen wir schwarze Tinte. Was bringt schwarze Tinte? Ja, schwarze Tinte macht einfach mehr Schaden bei den Gegnern. Desto mehr ihr habt, desto mehr Schaden macht ihr. Eure Gegner lassen das auch fallen. Ihr seht das gleich. Ich schieße hier mal diese kleine Spinni ab. Komm her. So, da habt ihr hier schwarze Tinte. Lasst euch aber nicht allzu viel Zeit. Die verschwindet nämlich auch wieder. Ja, und desto mehr ihr sammelt, desto mehr Schaden macht ihr am Ende auch. Sollte meiner Meinung nach, glaube ich, sehr logisch sein. Gut, es gibt auch noch goldene Tinte. Die lassen auch die Gegner fallen. Gerade keiner von denen hier. Ansonsten hätte ich es euch gezeigt. Werden wir aber im Verlauf des Videos auch noch sehen. Und mit der goldenen Tinte können wir sozusagen Sachen kaufen, sprich das ist die Währung hier im Spiel. Euer Combo hält übrigens auch an, wenn ihr diese schönen Vasen hier kaputt macht. Also ihr könnt auch die Vasen euch aufheben und dann einfach für schlechte Situationen in der Hinterhand behalten, dass ihr dort schnell hinrennen könnt. So, das hier oben, solche Dinger kann man nicht kaputt schießen, auch so eine Totenköpfe, die hier anfangen rumzuballern. Alles nicht zerstörbar, wirklich nur die Gegner. Und wir schauen uns gleich mal die nächste Truhe an. Kleiner Blutstein, erhöht dein Leben um 10. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Genau, da kommen wir auch gleich mal zum Leben. Oben links, 83 von 110. Aber glaubt bitte nicht, dass wenn ihr das Level geschafft habt, dass ihr wieder volles Leben habt. Das habe ich nämlich am Anfang gedacht und wurde stark enttäuscht. Und zwar geht es nämlich darum, dass ihr so lange kämpft, bis ihr sterbt, egal wie viele Level ihr spielt. Und sobald ihr gestorben seid, könnt ihr euren Charakter dann anpassen, sprich mit der goldenen Tinte, Aufrüstungen und so weiter, Verbesserungen kaufen, um euch stärker zu machen, und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Und das ist auch der Grund, warum ich kein Let's Play draus mache, weil ich in meinen ersten Versuchen tatsächlich nicht wirklich weit gekommen bin und dann jedes Mal wieder von vorne anfangen. Das ist einfach nicht so die Sache für ein Let's Play. Von daher bleibt es hier bei diesem kleinen angezockt. Eventuell kommt mal noch ein Video, wo ich vielleicht einen krassen Combo oder so geschafft habe. Also ich zock's ja trotzdem noch nebenbei. Ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht spiele, sondern ich Let's Playe es einfach nicht. Von daher kommt vielleicht auch mal ein Video mit einem coolen Combo oder vielleicht auch dem Ende vom Spiel, wenn ich soweit kommen sollte. Auf jeden Fall müsst ihr euch immer weiter aufleveln und immer krasser abgehen, um hier voranzukommen. Gut, so, dann würde ich sagen, erstmal Grundlagen soweit gut erklärt. Dann lasst uns hier einfach mal ein bisschen zocken. Ja, das ist nämlich gar nicht so schwierig, hier keinen Schaden zu erleiden. Vor allem, wenn man weiß, dass man das Leben nicht wieder auffüllt. Zumindest nicht durch Abschluss des Levels. Gegner lassen ab und zu mal Heilkugeln fallen oder Heilungskugeln. Allerdings extrem selten, ist aber auch ein Perk, den wir später noch aufleveln können.
Von daher ist das wahrscheinlich sehr schlau, auf diesen Perk zu gehen. Wir spielen jetzt einfach mal so weit, wie wir kommen. Oh ja, und direkt zweimal. Das war wirklich keine Absicht. Nicht, dass ihr denkt, ich möchte das Video hier kurz halten. Das war einfach gerade ein sehr, sehr schöner Zufall. So, wir gucken mal. Der Orden der ewigen Tinte. Spende, was du willst und sei gesegnet dementsprechend. Okay, wir haben leider noch nicht so viel. Mit der Taste Tab können wir hier auch einmal die Karte anschauen. Da sehen wir, was wir schon aufgedeckt haben. Unten rechts, wo der Stern ist, das ist dann das Ende vom Kapitel. Und wenn wir noch gleichzeitig Q gedrückt halten, können wir auch eine Schnellreise machen und kommen dann dorthin, wo wir hin möchten. Die Schnellreise geht nur dreimal. Allerdings geht der Combo dabei nicht verloren. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, ihr habt gerade Combo und der ist gleich leer und ihr habt aber nirgendwo in der Nähe einen Gegner, mit dem ihr den Combo wieder auffüllen könntet, dann nutzt die Schnellreise tatsächlich sehr, sehr viel. So, das ist der gute Mr. Kritzel, den lernt ihr gleich am Anfang kennen. Wir gucken mal, was er zu sagen hat. Ausgezeichnet, es ist an der Zeit, dass ich dir die Geschichte unseres Schöpfers und seiner Schöpfungen erzähle. Er hat all dies erschaffen, die Pflanzen, die Felsen, ja sogar die hässlichen Kreaturen, die dir bald zum Opfer fallen werden, sind seiner Vorstellungskraft entsprungen. Wir sollten unseren Blick diesem heiligen Relikt zuwenden. Der Monolith der Offenbarung, er birgt viele Wahrheiten über den Schöpfer, ich werde dich durch seine Geheimnisse leiten. Okay, Herr Kritzel. So, vor zwei Jahrzehnten hat John Kowalski seine legendäre Heldenfigur The Fury erschaffen. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte der Reihe und spekulieren, was die Zukunft für sie bereithält. Sehr schön. So, wir sehen hier auch so ein paar Skizzen noch von der ganzen, von dem ganzen Comic, was ich auch sehr cool finde, dass man das mit eingearbeitet hat. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Hat alles, ja, hat Charakter, hat Charme, würde ich sagen. So, wir könnten jetzt rechts laufen, das wollen wir aber nicht, denn wir gucken uns natürlich erstmal noch die ganze Map an. So, den haben wir zerstampft. Das geht übrigens auch. Von oben nach unten springen sind die fast beim ersten Mal tot, die lieben Gegners. Das ist also eine gute Variante, wenn ihr einen Gegner habt. Hier so. Ah, verdammt. Man sollte natürlich auch treffen. Schade. Jetzt hat er uns noch getroffen. Und damit war der Combo futschi. So, was haben wir hier Schönes? Gucken wir nochmal. Der Klingenmeister. Nahkampfschaden 35. Hallo Fury. Wenn du 20 Gegner mit dieser Waffe erledigen kannst, darfst du sie behalten. Für immer. Ja, dann nehmen wir sie doch mal mit. Macht ja den gleichen Schaden wie unser Katana. Aber wenn wir die dann für immer behalten dürfen, dann ist doch auch was Schönes. So, was haben wir hier? Da haben wir auch noch ein paar Gegner. Und ihr seht schon, ich kriege es immer noch nicht so ganz hin mit der Maus. Es ist tatsächlich etwas ungewöhnlich oder gewöhnungsbedürftig, besser gesagt. An sich Steuerung ziemlich selbsterklärend, allerdings müsst ihr auch noch mit der Maus zielen. Und ich habe zum Beispiel das Problem, dass wenn ich den Typen jetzt hier schlagen will, dass ich auf den achte, die Maus ist hier drüben. Und wenn du dann schlägst, schlägt er in die Richtung der Maus. Das heißt, daran scheitere ich sehr, sehr oft. Es funktioniert schon besser als ganz am Anfang. Das hättet ihr euch gar nicht angucken wollen. Aber trotzdem, da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Weil das doch nicht so oft vorkommt in der guten Spielebranche. Zumindest nicht die Games, die ich gespielt habe. Die 2D-Spiele waren dann meistens wirklich komplett Tastatursteuerung. Es gibt natürlich auch andere Spiele, die genauso mit Tastatur und Maus funktionieren wie hier. Aber da habe ich einfach nicht so viel Erfahrung. So. Kleine Spinni und noch eine und jetzt haben wir ein 2er-Kombo und jetzt können wir den noch holen. Jetzt hätten wir einen 3er. Ein schöner 3er. So, jetzt sehen wir gerade, wir haben nichts mehr. Das heißt, wir könnten jetzt Schnellreise machen. Wir machen das einfach mal hier runter. So, damit der Combo nicht verloren geht. Aber er ging trotzdem verloren, weil das ein ziemlich starker Typ war, der mehr als einen Schlag ausgehalten hat. Und deswegen konnte er uns, ja, Schaden zufügen. So, wir haben auch Granaten, die kann man auch über Bande werfen. Das sind auch coole Dinger. Und wir haben natürlich auch eine Superkraft. Was wäre denn so ein Spiel ohne Superkraft? Was ist hier? Bam. Zweier-Kombo gleich bekommen. Stark. So, die Truhen, wie gesagt, da hält dann der Kombo immer an. Die kann man mal kurz zum Verschnaufen nutzen. Das ist an sich gar keine schlechte Sache. Bam, da haben wir den. Kombo 2. Okay, dann gucken wir nochmal in die Truhe. Wir haben einen Helm. Rüstung 2 von 2. Bei wenig Lebenspunkten wird die Chance auf Lebenskugelbeute erhöht. Ja, den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie gering die Chance sein soll, aber gefühlt habe ich noch nie so ein Heilungskugel-Ding bekommen. So. Und der Combo ist... Ne, wir haben ihn erhalten. Jawohl. Und hierhin. Zack. Kurz verschnaufen. Unten schnell Tinte einsammeln. Wieder hoch. Combo aufrechterhalten. So funktioniert das Spiel. Rüstung. 10% Chance, Waffe sofort nachzuladen. Ja, wir nehmen es jetzt mal mit. Klingt jetzt gar nicht mal so geil. Aber, oh nein, Combo ist gleich weg.
Komm, wir nehmen eine Schnellreise. Was soll's, wir wollen ja hier bloß mal anzocken. Combo 5, jawohl, Combo 6. Bam, sehr schön. So, wir können jetzt auch warten und wirklich dann einfach hier diese Kiste kaputt machen. Und somit können wir uns Stück für Stück nach vorne kämpfen. Also wir müssen natürlich nicht warten. Aber, so, Moment. Guck mal, wie der leuchtet. Oh nein, schnell das Ding kaputt. Ach Mensch, jetzt war ich zu langsam. Das sollte natürlich nicht passieren. Also nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich zeige euch, wie man es nicht machen sollte. Schade, Combo 7 war schon tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe in den Probeaufnahmen davor, ich glaube, einmal Combo 12 oder 13 erreicht. Das war dann aber auch schon das höchste der Gefühle. Da geht aber auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Also wenn ihr das einmal... Ach nein! Wenn ihr das mal zockt. Ja, wie komme ich denn jetzt hier unten ran? Nein, nein! Ach Mist, okay, das war ziemlich schlecht. Und das war auch schlecht. Mensch, das ist aber auch kompliziert hier. So, einen Raum haben wir noch und wir sind schon wieder fast vom Leben runter. Ich meine, es war jetzt nicht sonderlich gut gespielt. Es ist aber halt auch ein Spiel, bei dem man sich so krass konzentrieren muss, dass das nebenbei Gerede, wie ich es gerade tue, tatsächlich sehr anstrengend ist. Was ein nächster Punkt ist, warum ich dieses Spiel nicht wirklich let's playen werde, weil das Ganze soll ja Spaß machen. So, Clustergranate, Hammer, 77 Schaden, wir haben aktuell eine mit 60, dann nehmen wir die doch mit. 1035 schwarze Tinte schon. Und 12 von 20 oben. Das war der Typ, der uns gerade den Deal vorgeschlagen hat mit dem Baseballschläger. Dass wenn wir 20 Gegner damit töten, dass wir ihn behalten dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch fürs nächste Kapitel anhält. Aber ich glaube ja. Wir probieren es gleich mal aus, dann erfahrt ihr es auch. Ihr bekommt auf jeden Fall immer mal wieder kleine Quests vorgeschlagen. Oh, guck mal, jetzt könnten wir hier spenden. Wollen wir spenden? Wir hauen alle 150 raus, oder? Ne, wir hauen 50 raus. Reduziert den erlittenen Schaden um 5%. Okay. Ein bisschen was wollte ich noch aufheben. Wir haben ja nicht mehr so viel Leben, sprich wir werden wahrscheinlich zeitnah sterben. Oh, da unten haben wir noch ein Fragezeichen. Das habe ich ganz übersehen. Sollen wir da nochmal hin? Ja, wenn, dann machen wir da nochmal hin, ne? Gegner sind ja alle erledigt. Ja, also wir werden ja vermutlich bald sterben, von daher wollte ich jetzt nicht so viel ausgeben, dass wir dann auch mal ein paar schöne Fähigkeiten uns kaufen können. So, was haben wir denn hier unten noch? Drücke und halte rechte Maustaste, um zu sprinten. Du kannst Sprinten auch verwenden, um über kleine Lücken zu kommen, ohne zu springen. Erreiche schnell aufeinanderfolgende Ziele, um die Herausforderung abzuschließen. Genau das meinte ich. Ihr findet immer wieder schöne Herausforderungen, die ihr meistern müsst. Ihr bekommt 500 Tinte, wenn wir es schaffen. Schnell genug. Wow, das ist aber ganz schön schnell. Okay. Moment, ich muss mich etwas konzentrieren. Nein. Nein, und da haben wir es verloren. Sehr schön. Wir haben aber noch einen Versuch. Ich glaube, 3 Versuche hat man jeweils. So. Da habe ich mich leider einmal versprungen. Deswegen hat es leider nicht so gut geklappt. Aber es ist auch tatsächlich gar nicht mal so easy. Jawohl, runter mit dir, runter mit dir, runter. Ah, fuck. Nein, und wieder versprungen. Wir haben es geschafft. Und zack. Und komm wieder runter. Oh, wie viele denn noch? Bitte mach Stopp. Jawohl, wir haben es geschafft. Drücke E, um eine Belohnung zu erhalten. 500 Tinte. Jawohl, gut gemacht, sagt er zu uns. Vielen Dank. Na, zum Glück hat man mehrere Versuche. Das war schwieriger, als es vielleicht gerade aussah. Aber vielleicht sah es auch schwierig aus. Ich weiß es nicht. So, okay, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Und damit haben wir Kapitel 1 abgeschlossen. Ui, das war knapp. Nein. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja wieder 30 Leben statt 25. Das heißt, wir haben ja irgendwo eine schöne Heilungskugel bekommen. Und in dem Moment springe ich in dieses Kreissägeblatt rein. Und bringe mich wieder auf 25. Naja, was soll's. So, wir haben 8 von 8 Portalen geöffnet. 100% Gegner getötet, alles erkundet und maximale Combo 7. Nicht wundern, dass hier neuer Rekord steht. Ich habe einmal die kompletten Fortschritte zurückgesetzt, um mit euch dieses angezockt hier ja zu starten, damit ich hier nicht gleich mit hochgelevelten Waffen und so weiter starte, sondern dass ihr einmal seht, wie das Game hier losgeht. So, Tipp Nummer 16. Halte die Renntaste gedrückt, um auf dem Boden unendlich zu rennen. Ja, das habe ich auch schon gewusst. Wollte ich euch bloß nicht verraten, weil ich fies bin. Okay. Erwachen der alten Götter, Skript und Kunst von John Kowalski. So, alles klar, dann gucken wir doch mal. Wollen wir runter oder wollen wir nach rechts? Ich würde sagen, wir laufen erstmal rechts und gucken mal, was uns hier Schönes erwartet. So, Combo 2 haben wir.
Hier unten wäre eine Vase. Oh, shit. Mann, der hat mich ganz schön erschrocken, obwohl ich die schon kenne. So, Combo 4. Nein. Kein Schaden. Jetzt haben wir Schaden bekommen, ne? Nee, Combo 5. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Und wir können uns hier oben ausruhen. Nein, verdammt. Ach, Mist. Combo 6 hatten wir, glaube ich, am Ende. Combo 5 oder 6. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Combo 6. So, na dann machen wir hier erstmal die Gegner kalt. Combo 5. So, jetzt können wir uns erstmal ganz kurz ausruhen. Quest abgeschlossen. Damit haben wir den Baseballschläger freigeschaltet. Ist doch eine schöne Sache. Ich habe die Superkraft noch gar nicht benutzt. Zeige ich euch gleich mal. So, wir gucken mal hier. Eine Schrotflinte. Ja, die nehmen wir doch mit. So, ach Mist, jetzt ist natürlich auch der Combo vorbei. Darf man natürlich nicht vergessen. So, gib mal die goldene Tinte ran und dann weiter hier. Und damit war der Combo zu Ende. Ja, da waren wir leider zu langsam. Na gut, was will man machen, ne? So, wir probieren auch mal die Schrotflinte aus natürlich. Ui, bam, die ist eigentlich auch ganz geil. So, aber ich denke, ihr versteht so langsam das Prinzip, wie dieses Spiel hier gespielt wird. Und da war der Combo wieder weg. Ja, ich weiß nicht, ich nehme dann lieber die Tinte immer mit, anstatt den Combo aufrechtzuerhalten. Ist vielleicht nicht unbedingt das Schlauste, aber ich bin so ein Sammler in Spielen und loote immer alles. Und ich kann nicht einfach die Tinte liegen lassen, das würde mir im Herzen wehtun. So, bam. Was haben wir hier Schönes? Der Tintenmeister beschwört ein mächtiges Wesen, wenn die Zeit kommt. Willkommen beim Tintenmeister. Hier kannst du deine eingesammelte Tinte nutzen, um bestimmte Gegenstände herzustellen. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Clustergranate könnten wir hochnehmen auf 77. Ne, wir haben 77 und wir könnten eine 62er herstellen. Na, das macht ja gar keinen Sinn. Was haben wir hier Schönes? Erhöht Tintensammelreichweite um 100%. Ach komm, wir kaufen das mal. Warum denn auch nicht? Die Sammelreichweite ist doch was Schönes. Dann können wir vielleicht doch den Combo länger aufrechterhalten. Aber ich glaube, ich habe schon wieder Quatsch erzählt, indem ich meinte, ich gebe nicht so viel Geld aus, damit wir uns nachher, wenn wir sterben, ausrüsten können. Weil, wenn wir uns ausrüsten, dann sind das, glaube ich, Levelpunkte und gar keine goldene Tinte. Verzeiht mir den Fehler, wir werden es gleich sehen. Allzu lange lebe ich nicht mehr, denn wir haben bloß noch 15. Aber da seht ihr auch, dass ich immer noch nicht hundertprozentig durchgeblickt habe. Aber ich möchte es euch trotzdem etwas näher bringen hier. Nee, also ich bin mir sogar relativ sicher, es sind diese Levelpunkte, mit denen wir dann aufleveln und nicht die goldene Tinte. Also entschuldigt bitte das Versehen und jetzt werden wir es auch gleich sehen. So, du bist gestorben. Aber plötzlich starb The Fury. So, 74 Gegner getötet und so weiter. Hier rechts steht es nochmal, du bist gestorben. Du kannst jetzt deinen Helden mit der gesammelten Tinte verbessern und es erneut probieren. Keine Sorge, niemand hat gleich bei der ersten Runde Erfolg. So, jetzt steht hier aber mit der gesammelten Tinte, aber es stimmt nicht. Wir haben hier oben die Fähigkeitspunkte. Na, gar kein Wunder, dass ich hier durcheinander gekommen bin. Okay, also wir haben hier die Fähigkeitspunkte und hier den schönen Skillbaum. Maximale Lebenspunkte haben wir jetzt auf 120, könnten noch auf 140 gehen. Bei einer Combo von 3 oder mehr besteht eine Chance, dass besiegte Gegner Heilungskugeln hinterlassen. Würde ich auch mal hochnehmen. Heilungskugeln sind wirklich das Wichtigste. Gibt dir mehr Zeit, bevor die Combo endet, auch eine wichtige Sache. Hier ist was mit Schnellreise und Nachladen der Waffe. Nö. Ich würde die Zeit der Combo höher nehmen. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Und nochmal Leben hochnehmen. Und damit haben wir schon alle Fähigkeitspunkte aufgebraucht. So, wir haben hier das Aussehen. Da könnt ihr euren Charakter noch ein bisschen ummodeln, wenn ihr möchtet. Das ist unsere Ausrüstung, die wir besitzen. Das ist halt die, die ihr während des Spiels sozusagen freischaltet. Statistiken, Geschichte dazu und die Gegenstände, die wir gefunden haben. Und wie ihr seht, es gibt noch eine ganze Menge zu entdecken. So, genau. Jetzt haben wir den Helden verbessert. Und wenn wir jetzt aufs Spiel starten gehen, dann kommen wir sozusagen hier wieder bloß von Anfang an. Auch wenn wir mit Taste Q das Comic wechseln können. Besiegt alle drei Hauptbosse des vorherigen Comicbuchs, um den Start des Spiels von diesem Comicbuch freizuschalten. Also ihr seht, ihr müsst immer drei Kapitel spielen. Und wenn ihr sterbt zwischendurch, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und dann kommt ihr zum nächsten Comic. Und dann könnt ihr von dort an wieder starten. Also es geht nicht die ganze Zeit wieder von komplett Anfang an, aber zumindest von Anfang des Comic-Hefts. Ich denke, das sollte ja soweit einigermaßen verständlich gewesen sein. Damit war es das auch schon hier mit dem kleinen Angezockt.
Ich meine, sehr viel mehr gibt es erstmal nicht dazu zu sagen. Zumindest versteht ihr jetzt die Grundlagen, wisst, worum es geht. Ich habe am Anfang tatsächlich ein bisschen überlegt, dachte mir, hä, fange ich jetzt wieder von vorne an oder wie komme ich denn jetzt hier weiter? Und es kann auch nicht sein, dass ich wieder von Level 1 starte, aber doch, es kann sein. Wie ihr seht, startet ihr wieder von hier. Und nicht wundern, teilweise startet ihr auch aus einer anderen Position, beziehungsweise sieht das Kapitel 1 einfach etwas anders aus. Es sieht nicht immer gleich aus, es ist auch nicht immer gleich aufgebaut. Lasst euch davon nicht verwundern. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist kurz und knackig geworden hier, 20 Minuten circa. Und dann war es das auch schon mit diesem kleinen Angezockt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben wäre natürlich auch schön. Und dann viel Spaß beim Zocken. Macht's gut.